schön geworden, gefällt uns allen. Vor allem auch die Zuschauer, die hierher kommen, beziehungsweise die Neugierigen. Es war ein alles schönes Stadion und ich bin auch der Meinung, es ist ein schönes Stadion. Also Sie denken, es ist auf einem ganz anderen Stern, würde man sagen, wie ich das jetzt verstehe. Vorher trist und ein Betonklotz und alles aufgewühlt, direkt und so. Und wenn Sie jetzt so gucken, sieht es ja doch schon sehr anspruchsvoll aus. Da war man so die Halle, Stadt Halle, ist eine wunderschöne Stadt geworden. Ich denke, dass das auch gut ankommen wird, das Stadion, dass Nutzer, die Fans, die Hallenser, denen sie eigentlich gehört, dass die damit auch zufrieden sein werden oder vielleicht noch mehr und ein bisschen stolz im Auto. Die Stadionbauer. Heute gibt's den Endspurt auf der Baustelle. Mit der Inbetriebnahme der Videoleinwand, mit den letzten Arbeiten im Funktionsgebäude und mit dem Erdgassportpark von oben. Besuch auf der Stadionbaustelle. Günter Papenburg höchstpersönlich ist an die Kannstraße gekommen, um den neuen Erdgassportpark in Augenschein zu nehmen. Vor einem Jahr, genau am 4. September 2010, war er beim Spatenstich dabei. Damals glich die Baustelle einer Mondlandschaft und nun das. Das alte Kurt-Wabbel-Stadion ist heute eine moderne Fußballarena. Gänsehaut, Faktor pur. Doch noch geben die Bauarbeiter den Ton an. Allerdings befinden sich die Arbeiten quasi schon auf der Zielgeraden. Momentan wird draußen an der Kantstraße noch der Fußweg gepflastert und drinnen werden die letzten Sitze montiert. Etwas leiser geht es bei Lutz Reber zu. Der Informatiker will die Videoleinwand zum Laufen bringen. Eine Woche sind allein für die Montage und Installation veranschlagt. Die Technik ist komplex, bietet aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Ja, Fußball ist natürlich ein sehr, sehr schneller Sport. Es gibt viele Ereignisse, die unvorhergesehen sind. Man weiß nie, welcher Spieler spielt, wann Auswechslungen sind. Das heißt also, alles, was mit der Software präsentiert wird, muss in Echtzeit gehen. Es muss einfach zu handeln sein. Der Benutzer muss sofort sagen, jetzt will ich eine rote Karte, eine gelbe Karte, einen Spielwechsel machen. Also das ist eine Herausforderung an die Software, an der lange entwickelt wurde, dass alle Möglichkeiten des Spiels sofort abgebildet werden. Wir haben natürlich auch Spieluhren, wir haben die Möglichkeiten, sogenannte Presenter zuzuspielen. Das heißt, es sind Grafiken, die
eine Ecke präsentieren, einen Freistoß präsentieren. Das muss alles auf Knopfdruck gehen. Ja, zum Beispiel für eine Ecke kann man sagen, hier 1, 2, 3, die Knöpfe. Und schon wird ein Videoclip angespielt hier. Das muss alles sehr einfach sein und trotzdem viele Möglichkeiten bieten. Und das ist die Herausforderung an diese Software, die hier realisiert wurde. Einfach als Beispiel, ein Spieler bekommt eine gelbe Karte. Dann sagen wir, von der Heimmannschaft, gelbe Karte, schon ist die Karte vorgelegt. Das ist jetzt alles nur ganz grob grafisch im Entwicklungsstadium noch, aber so würde es halt funktionieren. Die Funktionsprobe macht Lutz Reber dann natürlich auch noch. So sehen die Stadionbauer auf der 30 Quadratmeter großen Videoleinwand aus. Während jetzt alle auf den 20. September warten, ist auf der Baustelle alles beim Alten, denn hier wird weiter unter Hochdruck gearbeitet. Inzwischen vor allem an der Technik. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Tafel nicht nur heute läuft, sondern sie 15 oder 20 Jahre begleitet hier im Stadion. Das ist auch unsere Aufgabe. Deshalb ist es nicht nur unsere Aufgabe, die Tafeln zu installieren, sondern ihnen auch den technologischen Background zu geben, dass die Tafeln über lange Zeit hundertprozentig in Funktion bleiben. Das heißt, so eine Tafel hat eine Lebensdauer von etwa 15 Jahren? 15 bis 20 Jahren. Ja, es kommt darauf an. Sie müssen sich vorstellen, die LEDs haben eine Lebensdauer von 100.000 Stunden. So, jetzt rechnen Sie das mal durch die Einschaltung, wie viele Spiele hier sind. Sieht in der Allianz Arena anders aus. Da haben wir jede Woche ein Spiel mit 1860 München und Bayern München. Champions League Spiel, aber hier wird das vielleicht nicht so sein. Und deshalb ist die Lebensdauer relativ lang. Ihre Feuertaufe hat die Videoleinwand dann am 20. September zu bestehen. Und damit später auch bei den Punkt- und Pokalspielen alles funktioniert, macht Lutz Reber noch diejenigen fit, die die Technik später bedienen. Die Technik ist auch im Büro der Bauleiter Volkmar Göpfert und Thorsten Schäfter ein Thema. Wir haben leider nur weniger Rechner dran, das sind die Nutzer, die da sind, die dann noch eingerichtet werden müssen. Das müssen dann unsere IT-Leute machen, dass sie konfigurieren. Bis jetzt ist es ja nur als Netz vorhanden. Damit die GLT, die funktioniert seit einer Woche schon reibungslos und störungsfrei. Die Lüftungsanlagen, Heizung steuern. Eben die Nutzer dann, was der HFC ist oder eben Ticketsystem, Kassen, Caterer, die haben ja selber noch keine Rechner da. Ne? Mhm. Telefonnetz ist programmiert worden, das läuft eigentlich auch so weit, wo man reinsteckt nach der Liste, die ich da erstellt hatte. Und auch mit dem Netzanschluss, jetzt funktioniert oder was? Der Netzanschluss, das und das wird morgen, also morgen kriegen wir den ISDN-fähigen, jetzt haben wir einen normalen analogen oder Voice über IP, wo wir Datennetz eigentlich telefonieren können und Faxe schicken, aber eben keine Modems anschließen, dass wir das morgen früh sagen. Ne? So kurz vor der schlüsselfertigen Übergabe des Stadions an die Stadt ist für die beiden Zeit für ein erstes kleines Resümee. Der Winter hat uns ein bisschen reingerissen, wo wir dann sagen wir, 6 Wochen nichts machen konnten, aber ansonsten lief es eigentlich sehr gut. Also wir hatten auch gute Firmen, die alle mitgezogen haben, bis auf 1, 2 Ausnahmen, aber das kommt ja immer mal vor. Aber es waren halt ja nur wenige, die daneben lagen. Ansonsten war es eigentlich eine Baustelle wie jeder andere. Ne? Ob es nun ein Stadion ist oder ein Hochhaus oder lange Halle oder Brücken, ist alles immer eigentlich das Gleiche. Bisschen Stress, aber zum Schluss werden wir immer terminlich pünktlich fertig. Wo wir schon verblüfft sind, welche emotionalen Dinge da so drinstecken, wie Leute so sich begeistern für Fußball, war für uns neu oder spannend. Aber mich hat es nicht mitgerissen, muss ich mal so sagen. Wir haben das gebaut und es war vielleicht auch gut so, dass wir uns da nicht emotional mitreißen lassen, sondern immer versucht haben, den Kopf kühl zu lassen, dass wir keine emotionalen Entscheidungen getroffen haben, sondern sagen wir mal, sachliche, fundierte, kalte Entscheidungen. Etwas mehr am Hut mit Fußball hat dagegen Nico Schütz. Der Polier ist Fan von Lok Leipzig. Und auch er hat das erste Mal in seinem Berufsleben an einem Stadionneubau mitgearbeitet. Braucht mal eine, 5 Minuten.
Was waren für Sie denn so Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren? Ach, wie gesagt, die Tiefen war die Schlammschlacht am Anfang oder im Herbst, der Wintereinbruch, wo wir nicht weiter konnten, da war viele schnell. Und die Höhen waren dann, na ja, wo dann die Tribünen kamen, wo die Sitze gekommen sind, wo wir dann langsam wirklich gesehen haben, dass es ein Stadion wird. Und kommen Sie jetzt selber hierher? Ich meine, Sie sind Lok Leipzig-Fan. Wie halten Sie es denn nach dem 20. September? Es kommt drauf an, sage ich mal, wo Lok Leipzig nächste Saison spielt. Vielleicht bin ich dann hier als Gast. Während der Polier seine Mannschaft nächste Saison am liebsten in der Regionalliga Nord sehe, liebäugeln die HFC-Fans mit der dritten Liga. Mit dem Erdgas-Sportpark ist dafür jedenfalls die Infrastruktur geschaffen worden. Aber heute ist das Stadion immer noch eine Baustelle. Auf der sind zumindest im Inneren noch Restarbeiten zu erledigen. Momentan werden die Werbebanden komplettiert. Ein Fall für Roland Hebestreit, Günther Morgenstern und ihre Kollegen. In der Mitte ist Stadtwerke. In die Mitte kommen die Stadtwerke. Ja, okay. Da müssen wir nur beachten, das sind 3,50 Meter Platten. Ja. Nicht wie unser Maß ist. Ja. Das zentriert. Ja. Dann. Wen haben wir dann? Dann die Firma Babenburg. Babenburg, ja. Gelb und dann kommt Beton und Rohrbau, ne? Dann kommt Beton und Rohrbau. Ja. Die müssen wir aber links machen, damit sich das Gelb nicht beißt. Wann wollen wir anfangen? Nächste Woche Montag? Nächste Woche Montag, würde ich okay. sagen. Ja. So werden wir es machen. Ne? Die Seitenschienen haben wir ja schon dran. Ja, okay. Super. So ist okay. Ja. 14 Meter mal 1,60 Meter groß sind die Premium-Banden. Mit 7 Metern mal 1 Meter fallen die Banden wie hier an der HFC-Fantribüne etwas kleiner aus. Doch die Montage allein der Halterungen ist Maßarbeit und daher zeitintensiv. Ja, das ist eigentlich fast eine Eigenentwicklung. Wir hatten die Auflage, das Entwässerungssystem von der Tribüne zu berücksichtigen. Das heißt, wir durften die Banden nicht direkt an das Mauerwerk bohren, sondern wir müssen eine Vorrichtung finden, wo wir über 3 cm die Entwässerung gewährleisten können. Da haben wir ein bisschen gedüftet mit der Firma 3D zusammen, haben dieses Schienensystem eingekauft. Das hat jetzt auch den Vorteil, dass es ein Klappsystem und oben und unten klappbar. Ich kann also in Sekundenschnelle die Bande auswechseln und möglicherweise durch eine neue ersetzen, wenn Werbeverträge auslaufen und so weiter. Hinzu kommt, das ist die eine Werbefläche, dann kommen etwa in diesem Bereich noch einmal Reiter. Die sind 80 Meter lang und 80 cm beidseitig beschriftet, etwa eine Höhe von 70 cm über die ganze Front. Und davor mit Beginn der Rasenfläche kommt noch ein Softreiter. Der ist 5 Meter lang und 35 cm hoch, auch beidseitig beschriftet und würde sozusagen den Abschluss dieser Werbeanlage. Und das Ganze bezieht sich über alle 4 Seiten des Stadions. Wie ist da der Zeitplan? Zeitplan ist 17. September. Wir liegen vielleicht so bei 60%. Aber 60% montiert, produziert sind schon fast 90. Ich denke, das schaffen wir. Das ist keine Frage, es ist einfach Pflicht für uns. Noch so einiges an Arbeit steht aber auch noch im Funktionsgebäude an. Von der großen Endreinigung ganz zu schweigen. Gerade sind die Ingenieure vom TÜV vor Ort, um den Fahrstuhl zu überprüfen und freizugeben. Oben im VIP-Bereich dagegen wird die Abzugshaube für eine der insgesamt 3 Küchen eingebaut. Hier schaut Rainer Lukas, der Polier, für das Funktionsgebäude nach dem Rechten. Das ist alles das Beste. Gut. Alles. Schön. Wir machen das alles einmal hin. Schön. Ja, im Funktionsgebäude haben wir jetzt zurzeit noch den Fußbodenbelag, der hier in der VIP-Loge verlegt wird, also in den VIP-Räumen. Wie Sie sehen, sagen wir mal, 2/3 sind fertig. Jetzt werden noch die Einzel-VIPs belegt und der Maler ist dabei, das letzte Finish zu streichen. Küchenbauer ist dabei, Ablufthauben und Küchengeräte einzubauen. Ja, und
das sind eben Arbeiten, die ganz zum Schluss anliegen und wo sich, sag mal, alle Gewerke, sag mal, zur gleichen Zeit hier befinden. Und ich sage mal, kann keine Rücksicht mehr nehmen, der Termin steht. Und ich sage mal, alle müssen sich dran halten und müssen dran ziehen, dass wir das auch zum Termin fertig kriegen nächste Woche. Deshalb wird auf allen drei Etagen unter Hochdruck gearbeitet, alles für die Endabnahme und die Inbetriebnahme vorbereitet. Nächsten Dienstag werden sich genau hier die Spieler des HFC umziehen und auf die Partie gegen den HSV einstimmen. Die Bauarbeiten auf Halles größter Baustelle sind damit nahezu abgeschlossen. Das war die letzte Folge der Stadionbauer. Nach einem Jahr Bauzeit sind es jetzt nur noch 6 Tage bis zum Anstoß für das neue Zuhause des HFC. Am 20. September wird der Erdgas-Sportpark vor ausverkaufter Kulisse feierlich eröffnet.